Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute Sonntag, den 27. Januar. Es ist 9:33 Uhr morgens und ich will mit Ihnen den DAX anschauen. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich Ihnen diese Liste hier mal näher legen. Die wurde mir zur Verfügung gestellt von Merck Finke, Co-Privatbankiers. Die finde ich sehr nützlich. Vielleicht halten Sie mal den Film an, machen Sie einen Screenshot. Da sind wichtige EZB-Sitzungen, die FED-Sitzungen oder Parlamentswahlen, in welchem Land auch immer oder Bundesland auch immer, aufgezeichnet. Ich finde die recht sinnvoll. Ja, deswegen einfach mal kurzer Screenshot, dann haben Sie die auch und können die sich irgendwo ablegen, dass Sie mal wissen, wann mal was kommt, bevor Sie lange suchen. Jetzt gehen wir zum DAX. Ich bin zwar hier auf dem Tag, aber ich möchte gerne mit Ihnen mit der Woche anfangen. Das Interessante an der Woche ist, wir haben über die traditionelle Sichtweise, hier ist der MACD, ist es jetzt auch positiv. Ja, über die moderne Sichtweise ist es das schon seit 3 Wochen. Dann haben wir weiterhin einen positiven Oszillator. Diesen Trend hier und den jetzt bitte mal vergessen. Mir geht es im Wesentlichen um die 20-Wochen-Linie, SMA, Simple Moving Average. Da sind wir dran gewesen. Der liegt im Moment bei 11.350 und stellt damit die Mitte der Bollinger Bänder dar. Die Bänder werden ein wenig enger. Und wir sind hier auch in der Nähe der 200-Wochen-Linie. Die ist bei 11.480. Das heißt, wir kommen jetzt hier in so einen Bereich rein, wo diese Aufwärtsbewegung mal beweisen muss, was sie kann. Damit gehe ich mit Ihnen auf den Tag. Voilà, der Tag. Von den Bändern her ist es so, dass wir auch hier leicht zusammengehen. Insgesamt geht die Volatilität ein klein wenig zurück, aber wirklich nur ein klein wenig. Ja. Das obere steigt noch, das untere steigt schneller. Ich habe ihn nach wie vor drin gelassen, diesen kurzen Downtrend von Ende September, den haben wir gebrochen. Wir haben nochmal ganz kurz Luft geholt auf die 10-Tage-Linie und sind da am Freitag, haben wir drüber geschlossen. Damit haben wir das zweite Gap geholt und das ist bei 11.335. Der Höchstkurs war 11.321. Das sind 14 Punkte. Für mich gilt das als geschlossen. Also ich will da mal nicht päpstlich als der Papst sein wegen 14 bzw. 13 Punkten. Für mich ist das geschlossen. Für mich ist das okay. Wir haben jetzt noch eins hier oben. Das bei 11.476. Das ist dieses da. Wir handeln am oberen Band, das ist soweit okay, nichts zu sagen. Das MACD hat auf relativ hohem Niveau nochmal nach oben gedreht und genau das gleiche auch der Oszillator nochmal gemacht. Kurzes kleines Verkaufssignal und dann jetzt nochmal hochgedreht. So sehen ganz viele Aktien aus. Ob das jetzt der TUI ist oder auch RWE, da gab es eine ganze Menge, die letzte Woche diese Bewegung gemacht haben. Das heißt, es kam also auf jeden Fall ein Kaufsentiment rein. Und ich glaube, dass der Markt tendenziell eher noch die 9.000 irgendwas im Kopf hat. Ich bin davon auch noch nicht ganz weg. Aber im Moment ist es eine Bear Market Rally. Jetzt lege ich Ihnen mal die Fibos an, so wie ich sie anlege. Da mag es Diskussionen geben, denn das macht jeder ein bisschen anders. Ich mache das so. Und da sind wir. Hier ist es 38,2, bei 11.381. Das 50er verbindet sich momentan hier mit dem Downtrend, den wir haben seit, wann ist das, Anfang Juni. Und das verläuft bei 11.723, beides zusammen. Das wäre also der nächste Punkt. Vorhin im Hintergrund von diesem Chart kann ich mir locker noch vorstellen, dass wir uns dieses 38,2er schnappen, um da oben mal so ein bisschen Fakten zu schaffen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir komplett den Trend ausfüllen, damit sofort bis zum 50er gehen. Diese ganze Down-Bewegung, die wir von hier haben, erfährt eine, wir sind ja in der Football-Woche, Interception. Wenn wir über dieses Hoch hier gehen, ich mache Ihnen mal das Fadenkreuz rein, über dieses Hoch hier vom 3.12. Und das war bei 11.568. Erst dann gilt der gesamte Downtrend als zumindest unterbrochen. Das heißt nicht, dass aus dem Downtrend ein Aufwärtstrend wird, aber er gilt als unterbrochen. Dann folgt das, was ich immer so gerne diese Findungsphase nenne. Ich mache es mal ein bisschen rüber. Das ist also dieser Punkt hier, der da bei 11.568. Da müssen wir drüber, um weiter positiv zu werden. Und dieser Punkt ist immer noch unter diesem Downtrend. Deswegen glaube ich das nicht, dass wir das in diesem Anstieg jetzt hier schaffen werden. Nicht mit diesen 1000 Ungradpunkten schon im Rücken. Ich gehe mal mit euch auf die Calls. Ich habe ein paar gefunden, die halte ich für relativ interessant. Und zwar,
Wenn ich der Meinung bin, wir füllen diesen Trend auch aus, ist nicht meine Ansicht, sage ich ganz klar, dann hätte ich sowas hier, 10.752. Warum? Weil wir damit unter der 20-Tage-Linie liegen und unterhalb von dieser Seitwärtsbewegung, die wir hatten. 10.752,86, das ist von Goldman Sachs die GA1AZ3. Das ist ein zeitlich unlimitierter Schein. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist immer noch ein Hebel von 22. Also das ist nicht zu verachten, das Ding. Und jetzt gehen wir mal zu den Puts. Bei den Puts vertrete ich die Meinung, dass ich einen suchen muss, der sogar noch hier drüber liegt. Oberhalb vom 50er Retracement, oberhalb von diesem Downtrend. Und ich habe mich da für folgende Geschichte entschieden, das ist der hier, 11.776, das ist ebenfalls ein 22er Hebel. 11.776, zeitlich unlimitiert, ändert also jeden Tag seine Basis leicht, das ist ebenfalls von Goldman Sachs, das ist die GM7C, Cäsar, Nordpol Ludwig, CNL. Ich kann mir vorstellen, dass wir das hier sehen, das glaube ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir hier nennenswert drüber gehen oder gar diesen Trend hier aushöhlen, das glaube ich jetzt mal momentan nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.